alles Kleinigkeiten, kann man alles patchen, ja. Ist halt eine Liste von Sachen, die man patchen sollte, weil es halt einfach anders ist als in Teil 1. Aber hier von hier aus haben wir jetzt tatsächlich mal einen recht schönen Überblick über das ganze Lager. Außer, dass es bei Nacht natürlich jetzt nicht so krass alles ersichtlich ist. An Teil 1 gab es ja auch schon keine klassischen Fackeln. Das war ja dann auch schon mit Dingens versehen. Na endlich! Wag das nicht noch einmal! Kluge Entscheidung, Junge. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Hausmeister. Na endlich! Wag das nicht noch einmal, Junge. Na bitte, du hast es kapiert. Was willst du hier? Willkommen im reisenden Schläfer. Wir vermieten unsere Zimmer nur wochenweise. Pro Woche 70 Splitter. Kein Frühstück oder sonstige Gefälligkeiten. Was darf sein? Wir könnten jetzt ein Zimmer nehmen, dann könnten wir da oben uns umschauen und looten wahrscheinlich. Aber dass die alle bei Nacht noch wach sind, was ist denn los mit euch, Leute? Es ist Mitternacht. Ich meine, die Leute, die hocken da chillig am Feuer. Alle Händler, auch geil. Oder fast alle. So, ist ein Sockeltisch. Aber Sockeltisch können wir auch benutzen. Ah ne, Quatsch, müssen wir noch lernen. So, was? Also meine Taschenlampe sollte man auf jeden Fall auch noch unbedingt ändern, dass er wirklich eine Taschenlampe auch effektiv in der Hand hat. Zu schleichen, ich hab dich gesehen. Könnte sogar tatsächlich eine Quest geben, weil er hat relativ viele Gasmasken im Angebot. Kann sein, dass man für eine Quest tatsächlich Gasmasken beschaffen muss. Das war ja eine der Optionen. Wir sollten uns aber jetzt die Mine ja erstmal anschauen. Um da zu gucken, ob es nicht auch irgendwie das Gasventil abzudrehen ist. Ah ja, ich bin noch auf dem Boden, ne? Also musst du es nicht abheben. Auf zu schleichen, ich hab dich gesehen. Ja, hier hatten wir eh schon gelootet. Perfekt. Allzu hell ist die Taschenlampe meiner Meinung nach jetzt auch nicht. Also das ist okay, wenn man da irgendwie in einem Haus drin ist oder an den Rand geht oder so, aber zu übertrieben ist die jetzt auch nicht. Können wir gleich machen, Wolf, aber erstmal will ich deine Bude plündern. Beispiel diesen nice antiken Blumentopf, den brauche ich unbedingt. Hallo an die neuen Zuschauer. Wenn noch niemand was in den Chat geschrieben hat, aber das merke ich ja, wenn statt drei Leuten fünf Leute zuschauen. Dass wir uns einmal mit den Berserkern verstehen, hätte auch keiner gedacht. Vor ein paar Jahren waren es die letzten Hinterwäldler und jetzt akzeptieren sie sogar unsere Wummen. Ein Glück. Nur mit Schwert und Bogen kämpfen wäre mir zu trostlos. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich muss aber zugeben, dass die Berserker was auf dem Kasten haben. Kümmern sich ein bisschen um die Natur und schon sieht es nicht mehr ganz so scheiße aus. Die Wüste war damals echt trist.
Wenn ich meinen Jungs versuche zu erklären, dass es hier gar nicht so übel ist, verpassen die mir einen Einlauf. Manche brauchen einfach länger, bis sie kapieren, dass dieser Lebensstil für einen gut sein kann. Okay, das Badezimmer. Das Ding ist, früher hattest du in Teil 1 hattest du überall mal diese Toilettenhäuser stehen. Jetzt frage ich mich halt, wie die Leute wiederum auf Toilette gehen, weil es war zumindest angedeutet in Teil 1. Das Einzige, was du noch hast, genau wie in Gothic damals, dass die Leute halt sich in eine Ecke stellen und pinkeln. Wobei, warte mal, es gab... War denn das? Es gab hier, glaube ich, ein Gebäude, wo Pissoirs drin waren. Mich recht entsinne. Da habe ich dann beim Looten gesagt, ja, kann da jetzt nicht mal rausgehen, Alter. Und dann ist er rausgegangen, kam jemand anderes rein, ist auch auf Toilette gegangen. Mal schauen, ob wir das nochmal finden. Wo wären eigentlich die Schriften? Die Schriften müssen doch auch irgendwo... Hier wird das. Geschriebene Sachen werden jetzt hier angezeigt und die kann ich dann später verkaufen. Okay, na gut, dass sie jetzt nicht im Inventar angezeigt werden. Dann könnte ich sie nämlich gleich als Schrott markieren. Aber klar, die gibt es ja eh bloß einmal. Oder halt mehrfach. Das eine gab es ja als mehrfach. Laufen hier alle mit einem Beutel rum zum Thema auf die Toilette gehen. Ja. Wer schleicht, hat meist keine guten Absichten. Er hat mich da jetzt gerade gesehen. Was treffst du hier herum? Ja, hab ich dich geweckt. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Dreh dich mal wieder um, mein Bester. Aber wenn die jetzt alle bei Nacht wach sind, dann fehlt denen auch ein Tagesablauf, dass die bei Nacht vielleicht schlafen. Seine Frau schläft da jetzt zum Beispiel, aber er irgendwie nicht. Finde ich auch etwas komisch. Also in Elex 1 haben die Männer ja auch geschlafen. Wenn der, wie hieß er denn? Der Typ, der immer so oft auf die Regeln erpischt war. Okay. Noch ein Zuschauer mehr. Ah, und hier ist auch ein Kartenstück. Ah, es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt die Kartenstücke so schnell finden. Also in Elex 1 musstest du 15 Stück sammeln und hier schaut es jetzt so aus, als wären es nur 6 Stück. In der Ecke waren wir auch schon. Ja, wir können jetzt das Knoblauchbrot zubereiten, ne? Schauen wir mal. Also wir brauchen ein Brot, 10 Knoblauch und einmal Sprühkäse. Wir müssen jetzt ein Knoblauchbrot erhalten haben. Ich meine, ja, das gibt 50 Gesundheit. Das ist schon wie ein kleiner Trank. Aber ich meine, gebratenes Fleisch gibt 35. Ja, also da sehe ich jetzt halt den Vorteil nicht so ganz. Und ich würde sagen, wir machen jetzt bei Nacht auch mal eine Loot-Tour. Weil jetzt mit den Leuten zu reden, finde ich nicht so authentisch, ja. Das können wir bei Tag machen. Da ist dann auch einfach eine andere Stimmung. Setze Goliath. Falsche Lehrer unter dem Volk zu verbreiten. Falsche Lehren unter dem Volk zu verbreiten ist verboten. Das Benutzen von Technik ist untersagt und wird umgehend eingesammelt. Mana darf nicht vergeudet werden. Freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder ohne Erlaubnis anzuzapfen ist strengstens verboten. Gesagt, dass man nicht mal in die Reisetaschen reingucken kann, das ist natürlich jetzt eine Sache, die kannst du jetzt nicht unbedingt patchen, weil du müsstest die Reisetaschen erstmal als lootbares Objekt hinzufügen und müsstest dann entsprechend auch den Reisetaschen Inhalte geben. Aber das ist jetzt, wie man sowas dann im Vergleich zu Teil 1 einfach wieder ausbaut, da
Dass ich jetzt halt nicht hier in diese Reisetasche da reingucken kann. Jetzt haben sich die Berserker gewandelt. Jetzt benutzen sie auf einmal so Sachen wie Reisetaschen und so. Und dann kannst du die jetzt nicht looten in Teil 1. Ach, schau, hinter der Bar gibt es natürlich auch noch etwas. Und wenn es nur Schrott ist. Ja. Fenster finde ich ganz cool gemacht. Die sind alle so ein bisschen verwaschen. Man kann reinschauen. Es sind jetzt auch richtige Fenster, ja, da haben sich ja die Leute früher eigentlich auch nicht drum gekümmert, da gab's das halt schlicht und ergreifend nicht. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Sei lieber still. Reik. Nimm's mir nicht krumm, aber ich unterhalte mich gerade mit meiner Flasche. Okay, ja gut. Das hätte aber auch, das wäre halt so eine Standardantwort gewesen, die hätte auch jeder Berserker einfach sagen können. Das ist jetzt nichts Besonderes. Du siehst es so, ich sehe es so. Wie kann das sein? Ich habe gerade keine Zeit. Ah, eine Wache. Schwachen stehen tatsächlich dann bei Nacht auch hier drin. Hier wäre halt auch ein Tresor. Die Frage ist eher, wie man den aufmachen soll, wenn hier alle möglichen Leute rumstehen. Hier ist ja alles stehlen hier, alles wirklich. Das Kind ist immer noch hier. Ja, du Mensch, das ist aber schlecht. In deinem Alter, um die Uhrzeit hier noch unterwegs zu sein. Da heißt es ja schon bei älteren Kindern manchmal so nach dem Motto, warum 23 Uhr bist du bitte zu Hause? Und warum ist es jetzt, warum bist du jetzt erst 0 Uhr zu Hause gewesen, so nach dem Motto? Ah, shit, da hätte ich nochmal drücken sollen. Hat eigentlich gedacht, dass jetzt hier auch tatsächlich was liegt. Im Schrotthaufen. Wobei könnte es sein, dass wir hier schon gewesen sind. Ja, also wie gesagt, wenn wir ganz flach bleiben, dann können wir das einfach als schnellere Reisefunktion betrachten. Bei Nacht hier sieht es noch viel cooler aus, weil dann haben wir nicht die Beleuchtung von außen, sondern nur die Beleuchtung von hier drin. Das Mana, ah, na doch, es geht leicht an und leicht aus, also es leuchtet schon noch okay. Ich wollte schon sagen, weil im ersten Teil hat es ja so pulsiert, so von unten nach oben. Und warum sollte das jetzt nicht mehr andeuten? Jetzt hat es halt einen anderen Effekt bekommen. Aber vom Wesen her hat es zumindest noch einen Effekt. So, Hank. Hast es an der Torwache vorbeigeschafft, was? Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Schließlich haben wir was gemeinsam. Und was soll das sein? Na, du stehst hier und ich stehe hier. Aber Spaß beiseite. Ich bin Hank und wenn ich richtig liege, musstest du dich ziemlich abstrampeln, um hier reingelassen zu werden. Ich weiß nur zu gut, was das heißt. Habe damals bei den Shorties gearbeitet, damit ich rein durfte. Deswegen will ich dir ein Angebot machen. Etwas Starthilfe kann ja nicht schaden. Klingt nach einem krummen Geschäft. Klingt nach einem krummen Geschäft. Wenn ich ein Halsabschneider wäre, hätten mich die Wachen längst rausgeworfen. Du kannst also beruhigt sein. Aber zum Geschäft. Splitter sind bekanntlich eine feine Sache. Man kann aber auch anders bezahlen. Ich zum Beispiel tausche Zeug. Die Dinge, die dann für mich abfallen, setze ich gewinnbringend um.
Da man aber manchmal nicht um Splitter herumkommt, bitte ich dich um eine kleine Investition. Betrachte es als Vorschuss auf zukünftige Geschäfte. Danach kannst du von Zeit zu Zeit Gegenstände bei mir eintauschen und ich gebe dir etwas von stattlichem Gegenwert. Ich muss dich bezahlen, damit du mit mir tauschst? Nur nicht so enttäuscht, es lohnt sich für dich. Die Splitter, die du mir gibst, wende ich dafür auf, interessante Gegenstände zu besorgen. Ich rede nicht von dem Abfall, den man am Straßenrand findet. Mir geht es um Raritäten, kostbare Einzelstücke. Du hast mein Wort. Schlag ein und ich liefere dir Zeug, das kein anderer im Angebot hat. 250 Splitter, ja, nimm halt. Man fehlt mir, ihr habt doch zwischendrin auch noch Dings gefunden zum Aufmachen, oder? Okay, uns fehlt's tatsächlich. Zick. Hier ist die Musik zum Beispiel jetzt wieder zu leise, ne? Ah ja, der Tilas. Das ist einer der Leute, die wir brauchen, um ins obere Viertel zu kommen. Fällt ja auch überhaupt nicht auf, wenn wir hier mit einer Taschenlampe rumlaufen. Hat auf jeden Fall einen Tresor. Bis jetzt fehlt mir auch so, dass in Teil 1 fand ich ja ganz cool. Da konntest du halt einfach sehen an vielen Stellen, hey, da ist schon der Tresorcode irgendwie hinterlegt. Botanik Band 2. Resistenzen hiesiger Flora. Neben der Regeneration, der Lebenskraft und des astralen Speichers können auch weitere temporäre Nebeneffekte durch Konsum etwaiger Pflanzenlebensmittel erzielt werden. Stachelblüte erhöht die Abwehrkräfte gegen Blutungseffekte. Chili, Schutz vor Erkältungen, nützlich bei Frostbrand. Kaltstachel vermindert den Effekt von Verbrennungen. Honig, erhöhter Widerstand gegen Vergiftungen. Knoblauch, vielseitig verwendbar, mindert Schäden radioaktiver Strahlung. Schwarzer Lotus, nähere Untersuchungen nötig. Jetzt hätte kommen müssen, du verdammter Dieb. Sehr schön, siehst du, da sind jetzt unsere Splitter drin, die wir gebraucht haben. Leitfaden zum Schürfen kennen wir schon. So, Hank. Oder Hauk oder Hank. Ja. Reicht das als Vorschuss für den Tauschhandel? Allemal. Wenn du noch mehr Splitter hast, lass sie dir nicht abluchsen. Ein weiterer Grund, warum ich hauptsächlich mit Gegenständen handle. Aber genug geschwafelt. 2 Tage, mehr brauche ich nicht. Dann habe ich was für dich, das dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Triff mich dann genau hier wieder. Okay, naja, ich sag mal so, ganz trauen kann man dem Typ jetzt tatsächlich nicht. Botanik Band 1. Rote und blaue Blüten. Allgemein wird angenommen, dass Pflanzen in ihrer Gesamtheit von der Wurzel bis zum Blatt für die gängigsten Rezepturen benötigt werden. Diese Ansicht ist zu widersprechen, gerade in Bezug auf Heil- und Mana-Tränke. Hier sind es die Blüten, die den integralen Bestandteil ausmachen. Ihre Essenz ist maßgebend für die Wirkung eines Trankes. Rote Blüten ist gemeint, dass sie regenerative Eigenschaften in Bezug auf die Lebenskraft aufweisen. Diese Wirkung kann durch alchemistische Verfahren unter Berücksichtigung sekundärer Zusatzstoffe potenziert werden. Blaue Blüten beschleunigen die Regeneration des astralen Speichers, gesetzt dem Fall, der Konsument verfügt über einen solchen. Weist ein Organismus keinerlei astrale Befähigung auf, bleibt der Verzehr ohne Wirkung.
Kombination mit anderen astralen Trägern kann auch bei ihnen die Wirkung durch ein alchemistisches Verfahren maximiert werden. Schaut eh in unsere Richtung, ne? Ich meine, er schreibt Notizen. Macht auch wenig Sinn, wenn er da nur aufs Blatt Papier schaut, dass er uns da jetzt sieht. Kann man machen. Ja, und da hat ein Zapfhahn da. Da kann er immer hier schön Bier trinken wahrscheinlich. Naja, wir plündern mal noch ein bisschen weiter. Ich will, wie gesagt, jetzt nicht mit jedem bei Nacht reden. Das können wir am Tag gern machen. In der Hütte waren wir ja schon. Das ist dieser schlafende... Ah nee, das ist eine Alchemistin. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Na, zum Beispiel auf den Stuhl setzen, oder? Okay, sie steht aber jetzt so, dass eine Wand dazwischen ist. Das heißt, wir können eigentlich das Zeug hier looten. Sei denn, sie kommt jetzt rumgelaufen. Ja, ich meine, wir sind an ihr vorbeigelaufen. Also rein theoretisch müsste sie halt sagen, ja, okay, da sind jetzt welche an mir vorbeigelaufen. Drehe ich mich halt mal um. Normal dürftest du hier hinten gar nicht reinkommen. Ups. Wollte eigentlich die alten Notizen da haben. Alte Notizen, Anweisungen. Das gesamte Elex wird unverzüglich zum Mana-Schrein gebracht. Während das Elex gereinigt wird, muss immer eine Aufsichtsperson am Mana-Schrein anwesend sein. Das Elex muss vollständig in Mana umgewandelt werden, bevor es wieder im Umlauf gebracht werden kann. Eigenschaften. Das Mana wird zur Wachstumsförderung der Weltenherzen eingesetzt. Dadurch wird weitere Kraft an die restlichen Lebewesen weitergegeben. Das Mana verleiht uns magische Kräfte. Im Gegensatz zum Elex führt der Konsum nicht zum Verlust der Emotionen. Mana-Schrein ist auch ein gutes Stichwort. Gibt's hier in Elex 2 überhaupt einen Mana-Schrein? Bisher noch keinen entdeckt. Ich habe gesehen, dass Mana-Pflanzen gezüchtet werden, außerhalb vom Vor. Der hatte sogar einen zweiten Eingang, da wurde zugenagelt. Okay, die Wanddoku ist auch interessant. Wanddeko, vielleicht falscher Begriff. Diese Wandtöpfe. Das dürfte sie jetzt wieder sehen. Wer schleicht, hat meist keine guten Absichten. Okay, das hat sie tatsächlich nicht gesehen. Sand. Was? Ich schaue mich nur mal um. Willst du was kaufen? Wenn nicht, habe ich jetzt keine Zeit für dich. Warum so schlecht gelaunt? Ach, nichts gegen dich. Tilas geht mir einfach auf die Nerven. Ich beziehe viele meiner Waren von ihm. Ich glaube, seine Art fängt an, auf mich abzufärben. Ich wollte nicht unhöflich sein. Schau dich in Ruhe um und sag Bescheid, wenn du etwas erwerben willst. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich. Ah, sie hat sogar einen großen Elex-Trank im Angebot. Da würde ich ja nicht zweimal nein sagen, aber ich habe leider gerade ein bisschen wenig, was ich ihr geben kann. Also was hier kann man dann halt nice verkaufen, wenn man das zum Beispiel zweimal hat. Das ist ja genau das, was ich meine. Also wir behalten uns die Sachen halt formell erstmal im Inventar. Mana-Tränke werden wir später auch zur Genüge gebrauchen können.
So. Ich denke, der andere Typ, der Tilas, der wird uns was über Alchemie beibringen können, weil der schaut schon so aus. Landpunkte brauchen wir nämlich unbedingt, deswegen bin ich jetzt so heiß auf diesen Trank, weil dann kann ich halt einfach mir die ganzen Fähigkeiten beibringen. Braucht dann nur noch Elixit, weil jetzt müssen wir halt jedes Mal ein Level aufsteigen, um da einen Landpunkt zu kriegen. Und das ist halt in der Tat bisschen anstrengend. Reden verboten. Unbefugnis, der Zutritt ausdrücklich untersagt. Die Entnahme etwaiger Güter wird strikt geahndet. Fenris. Aber die Frage ist, ob er das jetzt überhaupt mitkriegt. Scheint wie eine Vorratskammer. Reichen kannst du dir sparen. Kammer zu sein. Wer hat uns denn jetzt bitte gesehen? In einem abgeschlossenen Raum, mein Lieber. Vielleicht hat er die Kaya gesehen. Hier ist ja generell Fenris seine Hütte. Schläft er gerade? Zu einfach. Ah, guck, hier ist auch eine Berserkerhose drin. Warum schleichst du so? Frag mich, wer uns die ganze Zeit sieht. Warum schleichst du so? Ach, der da. Okay. Hier ist auch ein Schmied. Nice. Bei dem können wir dann nämlich mit Lernpunkten auch gleich mal lernen, wie wir Waffen sockeln können. Aber, Stichwort, uns fehlen halt dann. Beim Looten von solchen Sachen muss man auch länger gedrückt halten. So kann es halt nicht dazu kommen, dass man aus Versehen, da kann man halt vorher noch abbrechen und nochmal seinen Fokus prüfen, ob man denn jetzt wirklich das, die Aktion machen will, die man machen möchte. Also eine coole Änderung. Klar, Anreden ist jetzt dasselbe. Da müssen wir schauen, wenn er dann sich umdreht. Was da nicht sieht. Ups, ja, genau das meinte ich. Also wenn er nicht mehr hämmert, dann müssen wir schauen, dass er uns nicht sieht. Ah, shit. Hab genau da gespeichert. Dann einen vorher. In Loot Randomizer gibt's übrigens nicht. Das heißt, es sind immer die gleichen Items in den gleichen Truhen. Bestellung. Benötigte Ware. 200 Pfeile, 10 Bögen, 15 Äxte. Die Waren werden schnellstmöglich benötigt. Sind die Waffen vor dem abgesprochenen Termin fertig, habe ich noch ein paar Splitter extra für dich, Fenris. Bauplan für Pfeile. Sehr gut. Okay, da brauchen wir Munitionsherstellung, kriegen 5 Pfeile und da ist es zum Beispiel so,
Wir haben jetzt Eisen, ja, da brauchen wir zwei Eisen dafür. Und Eisen kostet im Einkauf, weiß ich es jetzt gerade nicht. Im Verkauf kriegen wir 5. Ich gehe mal davon aus, dass Eisen im Einkauf 7 oder 8 kostet. Das heißt, ich bezahle da 14 dafür. Und dann musst du halt schauen, wie viel Schrott im Einkauf kostet. Also Pfeile an sich produziert zu kaufen, lohnt sich mehr als Pfeile herzustellen. Aber dadurch, dass wir ja Items kriegen, ist das ja wiederum eine andere Geschichte. Wenn wir den Loot, den wir gefunden haben, den wir ja kostenlos erhalten haben, einsetzen, um Sachen herzustellen, dann lohnt sich das wiederum. Enttäuscht war ich ja in Elex 1 ein bisschen bei den Outlaws. Da war das für mich so unbalanced. Ich meine, ja, auf der anderen Seite, wenn man ein Handwerksmeister ist, dann sollte es schon so sein, dass wenn man Materialien einkauft, dass man da günstiger kommt, als wenn man das Produkt an sich kauft. Es sei denn, es ist jetzt ein kompliziertes Produkt, ja. Also wenn ich jetzt zu Hause keinen 3D-Drucker habe, dann kann ich halt diese Tardas-Figur nicht drucken. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe von Blender oder anderer Software, wo ich so ein 3D-Modell erstellen kann, dann kann ich das halt nicht machen. Deswegen ist für mich so eine Figur kaufen günstiger als die Materialien oder die Zeit, die ich da reinstecke. Wenn ich aber einen 3D-Drucker zu Hause habe und kaufe nur die Materialien, dann ist es für mich ja günstiger, weil ich dann halt einfach x Figuren drucken kann. Ja? Und genauso ist es halt hier. Sollte es eigentlich auch sein, ist es aber nicht so. Die denken auch alle, dass ich zaubern kann. Mach mal schnell dies, mach mal schnell das. Gib mir 6 weitere Leute, dann könnte das klappen. Aber nicht, wenn ich mir alleine den Arsch aufreißen muss. Ich lasse mich nicht mehr hetzen. Entweder kommen die demnächst eher mit ihren Bestellungen oder sie müssen warten. Der ganze Stress ist nicht gut für mich. War wohl nichts mit langsamer machen. Eine große Bestellung mit zusätzlicher Bezahlung. Wer kann da schon Nein sagen? Das bedeutet dann noch weniger Schlaf, aber was man nicht alles für ein paar Splitter macht. Frage ist, ich habe jetzt einen Truhenschlüssel für eine Truhe bekommen und die Frage ist eher, wo jetzt denn seine Truhe sein soll. Ich bin nicht gut genug. Das ist tatsächlich ein schweres Schloss. An Granaten kriegt man jetzt auch in einer größeren Anzahl zu looten. Spitzhacken werden halt auch nicht eingesetzt. Ja, du bist jetzt in dieser Sci-Fi-Welt und dadurch, dass es moderne Dinge gibt, kann man zum Beispiel nicht mit einer Spitzhacke einen Erzvorkommen abbauen. Ja, ne? Dass dieser Hammer da ohne jegliche Energiequelle einfach so funktioniert. Ich meine, es könnte ja sein, dass man zum Beispiel auch für die Taschenlampe, dass man halt Batterien finden muss, ja? Dass die nach einer gewissen Zeit halt alle wird. Das fehlt mir halt so ein bisschen. Wenn ich früher in anderen Piranha-Bytes-Spielen eine Fackel hatte, dann ist die nach einer gewissen Zeit ausgegangen, weil eine Fackel halt nicht ewig brennt. Die Taschenlampe brennt jetzt ewig. Also ist wieder die Immersion, dass eine Fackel halt eine Fackel ist, ein bisschen zerstört an der Stelle. Oder eine Taschenlampe ist, wo auch mal die Batterie alle werden kann. Sind halt alles in allem natürlich Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, in der Summe zerstört bei mir die Immersion ein bisschen. So, wir können ja mal in die Waffenbank schauen. Wir haben ja jetzt nochmal einen beschädigten Berserkerbogen gefunden. Aber wir haben generell schon relativ viele Berserkerbögen im Inventar, die jetzt schon fertig sind. Und mit ihm reden wir, wie gesagt, später mal. Ich frage mich halt, ob jetzt... Aber die, wenn man so einen Schlüssel hat, dann hat man eigentlich auch eine Truhe, bei der dann dort steht, ja, das ist jetzt den Lace oder lasse seine Truhe. Hier ist Fenris seine Hütte, ja, okay.
Ah, er macht's dann tatsächlich jetzt wahrscheinlich dort, ne? Ja, okay. Ja, also diese Funktion, dass er es an der Stelle macht, wo ich gerade bin, halt. So. Dass da ich immer im Vordergrund bin, verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist sehr, sehr ich dominiert. Obwohl es bei mir jetzt keine sinnvolle Aktion gibt, die ich da ausführen kann. Bei ihm haben wir eh schon ganz gut abgeräumt, weil er ja die ganze Zeit eh vor der Tür steht. Soll dieser Marker wirklich entfernt werden, könnte man auch noch das Icon vom Marker anzeigen, dass ich entsprechend weiß, welcher Marker es denn ist. Auch wiederum nur eine Kleinigkeit. Aber an sowas denke ich, also an sowas würde ich vordergründig schon direkt denken, dass ich das direkt mit einbaue. Weil für mich gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht einzubauen. Außer halt zeitlicher Faktor. Ah, es dauert ein bisschen. Also es ist eine zusätzliche Funktionalität, aber wenn es dafür schon entsprechend sinnvolle Methoden gibt in der Programmierung, dann und das Icon an sich kommt eher an anderer Stelle vor, dann müsste ich es da ja nur noch reinfriemeln. Die Entstehung. Unsere Geschichte ist lang und von vielen wichtigen Ereignissen geprägt, damit unsere Anstrengungen und die unserer Vorfahren nicht in Vergessenheit geraten, schreibe ich eine Zusammenfassung nieder. Am besten beginne ich am Anfang. Nach dem Einschlag des Meteors waren die Menschen verstreut. Nicht viele haben überlebt. Die es aber geschafft haben, mussten in furchtbarer Angst leben. Alles, was sie kannten, war zerstört. Von der alten Technik konnte kaum etwas verwendet werden, wie zum Beispiel die Autos oder Panzer. Sie waren von dieser abhängig und hatten zum größten Teil verlernt, sich selbst zu versorgen. Die Herausforderung bestand darin, wie sie ohne alle Hilfsmittel überleben konnten. Sie mieden das Elex, die gefährliche Substanz, die der Meteor mit sich brachte. In Edan errichteten sie eine Siedlung, das heutige Goliath, bauten ihre Befestigungen aus und boten jedem Überlebenden Unterschlupf. Als ihre Gemeinschaft wuchs, mussten sie feststellen, dass ihr Zusammenleben nur mit einer gemeinschaftlichen Ordnung funktionieren würde. Sie lernten erneut, wie eine Zivilisation sich aufbauen musste, um sich selbst zu erhalten. Der Gründer dieser Gesetze, Amrek, wurde auch gleichzeitig der erste Warlord der Berserker. Sein Vater war Mitbegründer der ersten Siedlung gewesen. Er brachte die Berserker auf den richtigen Weg. Wir machten das Land wieder nutzbar und konnten uns selbst versorgen. Hier leben eben bloß namenslose, normale Berserker. So langsam dämmert es auch wieder. So, das müsste die Alchemistenhütte sein, oder? Ja. Wird hier auch angezeigt. Perfekt. Ja, dann dürften wir eigentlich so gut wie alles haben, oder? Wenn man reinkommt, direkt links war ich, glaube ich, nicht. Gibt's was? Geh weiter! Ah doch, hier war ich auch. Na, dann schlafen wir mal wieder. Bis zum nächsten Morgen. Ist ja auch immer der nächste Morgen, ja? Es war jetzt Nacht, es hat gedämmert, es war so vielleicht 4 Uhr früh, jetzt ist es halt um 8 oder um 9. Warum es immer der nächste Morgen, der nächste Abend ist, wenn ich jetzt an dem Tag mich hinlege, um 12,
kann ich doch wohl bis abends um 6 schlafen, ohne dass der Tag sich, also ohne dass es der nächste Tag ist, weil das erhöht automatisch halt auch die Anzahl an Tagen, die man es gespielt hat, obwohl es ja nicht unbedingt sinnvoll ist. Ich habe doch jetzt einen Tag geschlafen. Warum hatte ich meine Ration angeblich schon? Oh. Hat er sich umgedreht? Interessant. Finde ich auch. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Womit kann ich dir helfen? Zeig mir deine Waren. Schau dich ruhig um. So, jetzt erstmal wieder einen Schrott verkaufen. Okay, also er hat ja eh meist, hat er hier nur Dings im Angebot. Lebensmittel. Und an der Hütte eigentlich auch? Ach ja, das ist hier, ja, okay. Da war gerade mal wieder eine Textur, die nachgeladen hat. Lass dich nicht zu Dummheiten hinreißen. Hier drin. Kluge Entscheidung. Na endlich. Wag das nicht noch einmal. Was ist, wenn wir ein Zimmer bei dir nehmen? Ich nehme ein Zimmer. Gut. Du kannst das Zimmer im Obergeschoss haben. In einer Woche wird die nächste Miete fällig, falls du das Zimmer weiterhin beziehen möchtest. Ich wünsche einen erholsamen Schlaf. Das heißt, wir haben jetzt vollkommen valide hier oben die Möglichkeit eingeräumt, Sachen mitzunehmen. Und das dürfte sich dann auch rentiert haben, dass wir da zumindest auf die 70 kommen, die wir gerade ausgegeben haben. Aber scheinbar in einer Woche müssen wir es wieder zahlen. Typ macht jetzt dort sauber, okay. Ich habe gerade keine Zeit. Mindestens kannst du sich einen Hausmeister leisten. Schön, Petra und Justin sind schon mal, haben wir schon mal zwei hier. Ah, gucke, hier ist auch was. Scheint gerade schön die Sonne drauf. Tatsächlich eine sehr kleine Hütte, ne? Wirkt von außen, aber... Ah, okay, nee. Ah, guck, hier hinten. Wenn man so eine Stelle hier findet, dann braucht man nicht mal einen Platz im Hotel. Also man kann generell relativ häufig bei irgendwelchen Leuten einfach so pennen.
Aber ja, tatsächlich wirkt es ein bisschen weniger belebt als in anderen PB-Teilen, die Städte. So, jetzt wollen wir nochmal mit dem Kind hier reden, was ja die ganze Zeit schon am Buddeln ist. Was machst du da? Nachforschungen anstellen. Ah ja? Und woran forschst du? Bierflaschen. Bist du nicht etwas zu jung für Alkohol? Ich will nur wissen, wer sie ausgetrunken hat. Warum interessiert dich das? Meine Freunde und ich versuchen, einen Fall aufzuklären. Und dafür müssen wir verschiedenen Hinweisen nachgehen. Ein paar leere Bierflaschen sollen ein Fall sein? Du darfst keine Fragen stellen. Das darf nur der, der ermittelt. So sind die Regeln. Ach, aber natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? Hier liegen 10 Flaschen auf dem Boden. Wie viele Erwachsene haben die wohl leer getrunken? Vielleicht einer, eher zwei. Ha! Dachte ich es mir doch. Die Fußspuren sind ein eindeutiger Beweis. Ich muss die Ergebnisse unbedingt meinen Freunden mitteilen. Du musst jetzt auf die Flaschen aufpassen. Aha, okay. Gerade was zu Elden Ring gelesen, interessant. Und wie lange soll ich auf sie aufpassen? Bis sie sicher sind? Beweg dich nicht vom Fleck, ja? Du bist jetzt die Flaschenwache. Tschüss. Jetzt renn doch nicht weg. Na klasse. Ich kann es nicht glauben, ich spiele tatsächlich die Flaschenwache. Rückenprobleme. Ach stimmt, wir sind ja nicht in Elden Ring, wo man sich jetzt hier einfach so hinstellen kann. Da gab es gerade auch Probleme. Die sehen einen trotzdem. Hey, hast du den Dreck da fabriziert? Redest du von den Flaschen? Na was denn sonst? Wir sind hier nicht bei den Outlaws. Also bück dich gefälligst und räum das Zeug weg. Die Flaschen gehören mir nicht. Und du stehst natürlich nur rein zufällig hier. Ein Junge hat mich gebeten, dass ich niemanden an sie heranlassen soll. Besorgst du den Kindern etwa Alkohol? Mach mal halblang, das ist nur ein Spiel. Kinderapfel nennst du ein Spiel? Was für ein degenerierter Kerl bist du eigentlich? Kannst von Glück sagen, dass ich gerade keine Schicht habe. Deine Visage merke ich mir, versprochen. Füllt der Kerl hier die Kleinen ab? Ich fass es nicht. Wenn schon feiern, dann richtig. Flaschen. Ah. Grüß dich, Jüngchen. Sag mal, brauchst du den Fusel da noch? Mach dir keine Hoffnung. Die Flaschen sind leer. Für dich vielleicht, aber so ein armer Schlucker wie ich kriegt da schon noch was rausgelöffelt. Das bisschen Spucke macht mir nichts aus, wenn du dann so freundlich wärst. Hier, kauf dir etwas Ordentliches. Danke, Jungchen. Das nenne ich mal eine Spende. Schönen Tag noch. Das waren hoffentlich alle. Länger spiele ich jedenfalls nicht den Deppen. Sieht sowieso nicht so aus, als würde der Kleine zurückkommen. Gut. Okay, wir haben wieder jetzt gerade so ein bisschen Nachladesachen aufpoppende und so. Könnte das sein, dass das nach einer gewissen Zeit, wenn man relativ lang spielt, also wir sind jetzt bei
gleich 3 Stunden, dass das nach einer gewissen Zeit dann auftritt. Und hier war die Alchemistin, genau. Hier drüben müssen wir mal hin. Hast du was zum Tauschen da? Du bist zu früh dran. Komm später wieder. Ja? Du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe. Obwohl, bei deinem Zinken... Ich werde dir 2 Salben mitgeben. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment... Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Thorhilds Aufzeichnungen. Seitdem die Alps anfingen, Elex in Massen anzusammeln, konnte man beobachten, wie sich die Umgebung veränderte. Die Temperaturen sind deutlich gesunken und brachten das Klima dadurch aus dem Gleichgewicht. Um diesen Veränderungen entgegenzuwirken, werden nun unsere Weltenherzen eingesetzt. Bis ein Setzling zu einem ausgewachsenen Weltenherz herangewachsen ist, braucht es viel Zeit und Pflege. Die Setzlinge sind zu Beginn noch nicht alleine überlebensfähig und müssen regelmäßig mit Mana versorgt werden. Nur wenige überleben die Behandlung durch Mana. Daher ist es wichtig, ausreichend Ableger anzupflanzen. Im Durchschnitt benötigen die Setzlinge ca. 6 Monate, bis sie stark genug sind, um in die Welt hinausgetragen zu werden. In diesem Stadium fangen sie dann an, das Elex der Umgebung umzukehren. Während der weiten Entwicklungsphase müssen spezielle Stützbalken angefertigt werden. Diese sollen dabei behilflich sein, das Weltenherz zu stabilisieren, um eine uneingeschränkte Ausbreitung zu gewährleisten. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, werden die Weltenherzen dazu verwendet, Terraforming zu betreiben. Bei der Pflege eines ausgewachsenen Weltenherzes sind einige Schritte zu beachten. Die Säuberung hat regelmäßig zu erfolgen. Besonderes Augenmerk gilt den Fugen. Verunreinigungen sind auszukratzen. Sollte während dieser Prozedur das Weltenherz beschädigt werden, gilt es, die betreffenden Stellen mit Mana auszuwaschen. Im Anschluss muss die Trockenlegung erfolgen. Ah, dann haben wir sogar einen Trank vergessen, aber ach, da hat er in unsere Richtung geschaut, stimmt. Was denn? Ich bin beschäftigt. Du wolltest mir irgendeine Salbe... Ich? Dir? Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ich sehe keinen Lehrling. Natürlich nicht. Der Letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein. Wer behauptet denn sowas? Hast du einen Lehrling, ja oder nein? Paradoxerweise trifft beides zu. Aber nun entschuldige mich. Wir hatten ja alles geklärt, nehme ich an. Ja, in englischen Streams hat der Typ auch genauso im Prinzip geredet. Der ist halt sehr verwirrt scheinbar. Was? Dreckiger Dieb. Ach so, weil er sich so rumgedreht hat. Ja, okay, ich dachte, er geht noch ein Stückchen weiter zurück. Es nicht lassen. Was ist jetzt schon wieder? Lass uns noch einmal über den Posten als Lehrling reden. Deine Penetranz ist ja kaum zu ertragen. Ich muss wohl deutlicher werden. Erstens, ein neuer Lehrling ist bereits auf dem Weg hierher. Zweitens, er hätte längst eintreffen sollen. Und drittens, du kannst mir dabei helfen, dass dieser Umstand geändert wird.
Was habe ich davon, dir zu helfen? Ist dir klar, dass jeder von unseren Tränken profitiert? Für Egoismus und Kleingeisterei ist bei mir kein Platz. Hilf der Allgemeinheit, dann hilfst du dir selbst. Bezahl mich, dann helfe ich dir. Bitte? Du hast mich schon verstanden. Kohle, Kies, Elixid, ich will Splitter für meine Arbeit sehen. Prämien verteile ich grundsätzlich nicht. Solltest du jedoch das berechtigte Interesse hegen, mir den nötigen Beistand zukommen zu lassen, heiße ich dich willkommen. Nochmal zum Mitschreiben. Ich arbeite nicht umsonst. Himmelsakrament noch eins. Ich vermisse meinen Lehrling. Spür ihn auf. Tu das und du sollst deine Belohnung bekommen. Ich helfe dir, deinen Lehrling zu suchen. Einen derartigen Elan habe ich erwartet. Sieh dich im Westen von Tavar um. Da er aus Goliath aufgebrochen ist, müsste er dort irgendwo zu finden sein. Konkreter kann ich nicht werden, bin schließlich kein Hellseher. Wie sieht dein Lehrling denn aus? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob es sich zwingend um einen Mann handelt. Wie alt? Nach dem Alter habe ich mich nicht erkundigt. Kleidung? Heutzutage zieht sich doch jeder an, wie er will. Das sind Details sekundärer Natur. Kannst du mir überhaupt etwas sagen, das bei der Suche hilft? Nun werd mal nicht unverschämt. Ich habe doch gesagt, du sollst dich im Westen nach ihm umsehen. Und jetzt muss ich wirklich zurück an die Arbeit. Das war... Kannst du mich unterrichten? Natürlich nicht. Meine Zeit ist immerhin eine endliche Komponente. Und ich möchte es mir ersparen, dich erneut über ihren Wert aufzuklären. Ein einfaches Nein hätte gereicht. An einen Flegel wie dich wäre mein Wissen sowieso verschwendet. Wie kommt es überhaupt, dass jeder Stümper denkt, meine Forschungsergebnisse wären allgemeingut? Kein Wunder, dass deine Beliebtheitswerte in den Keller rauschen. Das würde ich jetzt so gerne zu ihm sagen, aber... Ich könnte dich bezahlen. Ich sagte doch schon, dass der Wert meiner... Jetzt halt die Luft an und nenn mir deinen Preis. Nun gut, wir wollen ja keine Staatsaffäre daraus machen. Wenn ich dir ein paar Grundlagen beibringe, darf ich wohl annehmen, dass du mich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit behelligst. Bezahl mich und ich werde sehen, was dein Verstand fassen kann. Verkaufen werde ich dir allerdings nichts. Such dir dafür einen anderen Gelehrten. Bring mir etwas bei. Nun, welches Fachgebiet darf es sein? Schauen wir erstmal, das ist genau das, was ich meine. Ja, wenn ich hier drüber hover, dann wird es halt auch weiß angezeigt, sodass man denkt, er könnte einem das beibringen. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Er kann uns halt Chemie beibringen, er kann uns extra Lebenspunkte beibringen, Regeneration, dass die Lebenspunkte sich regenerieren, ist sehr nice. Jetzt braucht aber 60 Konstitution und extra Lebenspunkte, glaube ich, auf... Ah ne, das kann man dann... Ja, das reicht wahrscheinlich schon einmal, wenn man das einmal reinskillt. Tränke effektiver nutzen und ein guter Esser ist auch ziemlich wichtig. Ja, uns fehlen aber, wie gesagt, die Lernpunkte. Sehr gut. Trotzdem ist der Typ ein abgehobenes Stück Scheiße, also wirklich. Es ist so, drückt sich halt wie ein Wissenschaftler aus, aber ist halt einfach abgehoben, ne? So, im Westen, ja, also da drüben irgendwo. Kann man auch sehr weitreichend sehen. Ich würde erstmal sagen, wir schauen uns hier unten erstmal um, weil da dürfte nämlich dann noch das entsprechende Weltenherz sein. Aber apropos Weltenherz, wir können ja dem Typ da noch Bescheid geben, dass wir Unterstützung geholt haben. Und er jetzt in unsere Bastion gehen kann.